Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um ein oder zwei kleine Updates. Und zwar, ich hatte ja vor vielen Monaten schon mal über die Tracker, über die LoRa APS Tracker Software und auch über die LoRa APS iGate Software vom Peter Buchecker jeweils ein Video gedreht. Wie gesagt, das ist schon sehr lange her. Und ist auch nicht mehr ganz so brandaktuell, weil natürlich die Software weiterentwickelt worden ist. Und ja, es hat sich so einige Sachen doch geändert. Und ja, das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, nochmal ein kleines Update machen. Wir fangen mal mit dem Tracker grundsätzlich an. Das geht am schnellsten, da hat sich nicht so viel verändert. Ist auch relativ schnell zu flashen. Das werde ich euch jetzt nochmal kurz zeigen. Und dann gehen wir auch zu der iGate-Software vom Peter. Da gibt es auch einige Änderungen, die wir uns mal anschauen. Und ja, ich werde euch vor allen Dingen mal zeigen, wie das zu flashen geht. Man muss nämlich kein Board mehr auswählen bei der iGate-Software, sondern ja, das braucht man eigentlich gar nicht mehr machen, weil die Software passt zu jedem Board. Das sind ja im Regelfall dann die TDGO V2 Boards, ich kann ja mal hier auf die Homepage gehen, oder auch diese Heltec Boards, die kann man auch nehmen. Was man aber auch nehmen kann, der Peter hat ja schon längere Zeit ein PoE Board ja im Bestand, sage ich mal, und er verkauft die auch. Und das funktioniert auch einwandfrei. Also das geht dann nicht über WLAN, sondern übers Netzwerk, also beziehungsweise per Netzwerkkabel oder LAN-Kabel. Und ja, gerade wenn man so ein iGate in einem Schaltschrank montiert und so weiter, ist das, denke ich, ganz vorteilhaft. Und ich habe mir auch so ein PoE, also Power over Ethernet Board von ihm gekauft. Das bedeutet ja auch, dass das Board mit Strom versorgt wird über das LAN-Kabel. Und ja, das werde ich euch dann nochmal zeigen auch. Und einmal, wie man das flasht. Das ist aber eigentlich auch relativ einfach. Wie gesagt, das ist auch dann gleichzeitig eine Anleitung für alle anderen Boards, wo hier stehen, weil das genauso funktioniert. Also hier, ne? Für diese ganzen anderen Boards funktioniert das dann für die iGate-Software ganz genauso. Ich nehme jetzt als Beispiel halt das PoE-Board. Ja. So, als erstes aber machen wir jetzt den Tracker. Der ist doch, denke ich, relativ schnell durch. Ihr ladet euch hier die Software runter. Hier ist eine Download-Zip-Datei. Die ladet ihr euch runter, wenn ihr die heruntergeladen habt. Öffnet ihr diese ZIP-Datei, dort findet ihr dann einen Ordner, der nennt sich LoRa APS Tracker Master. Den entpackt ihr, also die ZIP-Datei entpackt ihr dann beispielsweise auf euren Desktop, wo ihr dann diesen Ordner dann auch relativ schnell findet. So, dann als nächstes brauchen wir wieder unsere altbekannte Software, und zwar das Versal Studio Code. Ich gehe jetzt noch mal genau hier mit Platformio. Das ist ja die Software, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie das funktioniert, wie man das installiert und so weiter in den ersten Videos. Ja, deswegen guckt euch die trotzdem noch mal an, wenn ihr mit Platformio noch nie gearbeitet habt, dann schaut euch wirklich nochmal die ersten Videos an. Dort erkläre ich das dann auch nochmal, wie gesagt, wie man das da installiert. Ihr geht dann aber als nächstes, wenn ihr das dann alles habt, geht ihr auf File, geht auf Open Folder, sucht eure LoRa APS Tracker Master, euren Ordner, wählt den an, Ordner auswählen und dann wird der hier geladen. Ja, bei mir war der halt jetzt schon geladen, ne? Dann als nächstes geht ihr hier unten auf den blauen Balken. Hier unten ist nämlich die Board-Auswahl. Ne? Hier steht bei mir jetzt schon TDGO T-Beam V1. Das ist vollkommen richtig. Das ist das richtige Board. Wenn ihr da draufklickt, öffnet sich hier eine Auswahl, weil die Software ja auch für das TDGO T-Beam V0
0.7 ist. Wenn ihr das habt, müsst ihr natürlich das hier auswählen. Ich habe aber das V1, was ja relativ üblich heutzutage ist. Dann wählt ihr das an. Dann findet ihr hier unter dem Verzeichnis Data, findet ihr die Tracker.json-Datei. Dort könnt ihr den Tracker konfigurieren, so wie ihr das eigentlich auch schon kennt. Hier oben wird euer Callsign eingetragen. Hier die Message. Ja, dann was für ein Symbol ihr darstellen wollt, ob ein Fahrrad, ein Läufer, Auto, wie auch immer. Die jeweiligen Symbole findet ihr auch im Internet. Wenn ihr APS-Symbole eintippt, dann findet ihr auch alles dazu hier auch ja, einzugeben, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug darstellen wollt oder wie auch immer. Dann ist jetzt hier eine Smart Beacon. Das war das letzte Mal noch nicht im letzten Tracker-Video, wo ich gemacht habe. Das gab es damals noch nicht. Jetzt ist es dabei. Das ist im Grunde eine, ja, es wird im Grunde, ja, der Sendeintervall des Trackers wird angepasst an die Geschwindigkeit, wo man sich dementsprechend fortbewegt. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. Dann sind hier die ganzen LoRa-Einstellungen. Da müsst ihr aber eigentlich nichts dran machen. Das konfiguriert ihr wie gehabt eigentlich nach euren Wünschen. Und ja, das könnt ihr dann auch schon, diese Konfigurationsdatei könnt ihr dann auch schon hier mit dem Pfeil nach rechts, seht ihr hier unten in der blauen Leiste, könnt ihr auch dann schon aufs Board uploaden. Das machen wir jetzt mal. Dann seht ihr hier unten im Fenster bewegt sich dann schon was. Es dauert aber einen Moment. Er findet auch den COM-Port des Boards selber, wie ihr hier seht. Hat er gefunden, COM 34, und schon fängt er an zu schreiben. Das lassen wir jetzt mal durchlaufen. Und ich muss sagen, ich hatte bis jetzt auch noch nie Fehlermeldungen gehabt. Wie ihr hier seht, alles in Ordnung. Grün ist immer gut. Damit ist es allerdings noch nicht getan, weil ja, das so funktioniert das noch nicht alleine. Ihr müsst dann noch natürlich. Ich zeige euch das mal. Ihr geht dann noch hier auf diesen Alien-Kopf oder Ameisenkopf oder was auch immer das ist. Und jetzt geht ihr hier, seht ihr euer T-Beam V1 in dem Fall. Das öffnet ihr, das könnt ihr hier öffnen oder schließen. Und dann müsst ihr noch das Filesystem-Image uploaden. Das macht ihr dann einfach hier, wenn ihr hier draufklickt. Und dann wird das auch noch aufs Board geladen, beziehungsweise dann geschrieben hier, wie ihr hier seht. Das warten wir einen Moment und schon ist er fertig. Und auch hier wieder ohne Fehlermeldung hat das funktioniert. Und damit ist der Tracker fertig. Mehr braucht ihr nicht. Dann, ja, funktioniert er. Ich zeige euch dann auch mal, ich blende auch ein Bild ein von dem Display, wie das dann ausschaut, wenn das dann alles soweit bereit ist, dieser Tracker. Und ja, mehr ist es nicht. Gut, das war das kleine Update für den Tracker. Ich habe ihn jetzt eben gerade wieder abgestöpselt. Und jetzt kommen wir zu dem LoRa iGate. Wie gesagt, das LoRa iGate ist ja für mehrere Boards. Und jetzt schließe ich erstmal das PoE-Board an. Beziehungsweise ich werde jetzt erst einmal auf den Basteltisch, auf die Basteltischkamera umschalten und werde euch das Power over Ethernet Board erstmal zeigen, damit ihr mal euch eine Vorstellung habt, wie das überhaupt ausschaut. So, ich schalte jetzt erstmal rüber, bevor wir hier weitermachen, rüber zum Basteltisch. Ja, hier ist jetzt dieses PoE Board. Ja, sieht gut aus. Macht was her und ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Hier ist die Antenne, wobei man die natürlich austauschen sollte. Ja, schönes Teil.
wie gesagt, wird versorgt über LAN, ja, über PoE, zum Beispiel hier über so einen PoE-Adapter, wie gesagt. Den zeige ich euch aber nachher nochmal. Und ja, hier unten drunter ist dieses Programmierboard, das steckt man dann einfach so drauf. Wichtig ist, dass man es so draufsteckt, wie ich es jetzt gemacht habe, nicht irgendwie andersherum oder verkehrt rum. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist nichts, das funktioniert nicht. Und hier wird dann ja, der PC eingestöpselt per USB zum Programmieren. Das ist im Grunde das Programmierboard hier. Also nicht hier an der Seite, hier ist nochmal hier ist nochmal eine 5-Volt-Stromversorgung von dem Board. Das ist rein nur zur Stromversorgung, nicht zum Programmieren gedacht. Nee, wirklich ganz toll. Braucht man nur zusammenbauen und dann hat man das Teil. Wie gesagt, die iGate-Software, das ist übrigens jetzt der Tracker, ne, das V1, die iGate-Software, da braucht ihr kein Board mehr auswählen. Das geht komplett mit allen Boards so, wie sie ist. Das geht dann auch hier mit diesen TDGO V2 oder hier mit dem Helltech-Board. Ja, damit funktioniert das alles. Das wollte ich euch jetzt einfach noch mal kurz vorher zeigen. Wenn ich euch erklärt habe, wie die iGate-Software zu flashen geht, werde ich aber dann noch mal hier zurückschalten und euch das PoE-Board dann noch mal zeigen, wie das dann ausschaut hier. Ne? Wenn das dann fertig geflasht ist und unter Strom steht sozusagen und die Daten austauscht. Gut, dann schalte ich jetzt wieder zurück auf die PC-Kamera. So, jetzt kommen wir zu der iGate-Software. Und zwar, da geht ihr dann hier auf die Internetseite, auch wieder auf GitHub, LoRa Aperes iGate. Ich setze euch, wie gesagt, die Links auch wieder alle in die Videobeschreibung. Da müsst ihr nicht lange danach suchen. Ja, hier läuft es im Grunde genauso ab. Hier sind auch nochmal alle Boards aufgeführt. Hier sind so einige Beschreibungen, unter anderem meine zwei alten Videos. So wie ich hoffe, kommt dann auch hier das aktuelle Update-Video mit drunter. Und ja, ich bin auch dabei, zwei PDFs zu machen, wo im Grunde das nochmal alles schriftlich festgehalten ist, was ihr jetzt auch hier in dem Video seht. Und wenn das dann auch mit hier reinkommt, dann ist das, denke ich, eine gute Kombination. Gut, hier wie gesagt sind die ganzen Boards. Da ist natürlich auch das PoE-Board, ist jetzt hier nicht aufgeführt, aber das funktioniert auch. Und ja, da funktioniert das im Grunde genauso. Ihr geht auf diesen Code-Button, auf Download ZIP und ja, speichert diese APS iGate Master ZIP, also Datei speichern, auf OK. Dann wird das hier heruntergeladen. Und dann seht ihr das schon, dass hier diese ZIP-Datei in eurem Download-Ordner zur Verfügung steht. Diese müsst ihr schlichtweg dann in ein Verzeichnis eurer Wahl entpacken oder direkt auf dem Desktop. Und da drin ist dann ein Ordner, zeige ich euch gerade nochmal, der heißt dann LoRa Aperes iGate Master, ja? Der ist dann da drin, den verschiebt ihr dann gerade auf euren Desktop und dann habt ihr den da schon fertig liegen. Ja, und dann brauchen wir wieder unser Versal Studio Code mit Platformio. In den PDFs, wo ich da gemacht habe, beziehungsweise am Machen bin, da werde ich auch nochmal genau erklären, wie man dieses Versal Studio Code installiert. Und auch Platformio, ja, ist aber in den alten Videos auch noch mal zu sehen. Also wie gesagt, aber in den PDFs könnt ihr das dann auch noch mal nachlesen. Ja, da geht ihr wieder auf File hier oben in der Menüleiste, geht auf Open Folder und sucht jetzt euren LoRa Aperes iGate Master Ordner auswählen. Und dann wird er hier geladen. Bei mir war er schon drin. So, dann geht ihr hier auf Data, ja,
klickt da einmal das an und dann ist hier die is-cfkg.json-Datei. Die klickt ihr dann an. Und da ist wieder einiges zu konfigurieren für euer iGate. Hier kommt euer Callsign rein. Ich mache jetzt einfach mal nur Test. Und ja, dann hier eure Wi-Fi-Daten, also eure SSID und das Passwort. Wenn ihr jetzt eines dieser Boards habt, ne, die man im Regelfall meistens, sage ich mal, hat, diese LoRa 32 V1 oder V2 oder die Helltech-Boards, dann müsst ihr das hier eingeben. Ansonsten, wenn ihr das auch das PoE-Board habt, braucht ihr das hier nicht, weil dort ist Wi-Fi im Grunde abgeklemmt. Es soll ja auch, macht ja auch keinen Sinn, ne? Wozu ein PoE-Board über Wi-Fi, ne? Deswegen holt man sich's ja, damit man es über das LAN betreiben kann. Deswegen trage ich hier auch jetzt nichts ein. Ja, dann müsst ihr hier eure Message natürlich eintragen und dann natürlich eure Position hier, ja, nach Länge und Breitengrad. Da könnt ihr einfach mal nach auf euer Smartphone gucken. Da gibt es ja Apps, wo dann eure Position direkt anzeigen nach Länge und Breite. Und dann könnt ihr das hier eintragen. Was ist noch zu machen? Dann natürlich von eurem Rufzeichen den Passcode. Den könnt ihr online generieren. Da setze ich euch auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung, wo ihr das machen könnt. Das ist dann eine Nummer, die müsst ihr dann hier auch eingeben, ne? Jetzt nur mal als Beispiel, ja. So, alles weitere ist schon eingetragen. Der Server, der Port, die Frequenz und so weiter, Display. Ja, und jetzt wäre auch die Möglichkeit, einen FTP-Server einzurichten. Das ist optional, das muss man nicht, kann man aber. Ist an sich eine feine Sache, vor allen Dingen, weil man dann die Software nicht oder das Board eigentlich nicht mehr ja von seinem Standort entfernen muss. Man kann per FTP zugreifen auf diese Config-Datei und kann da Änderungen vornehmen, ohne dass man das Board nochmal an USB hängen müsste und an PC. Da könnt ihr zum Beispiel FileZilla, ist da so eine Software, wo man dort als FTP-Server benutzen könnte. Ist aber optional, müsst ihr nicht, könnt ihr aber hier machen. Ansonsten ist hier noch ein Zeitsynchronisations-Server, ein NTP-Server mit auch angegeben. Das könnt ihr alles so lassen. Also am wichtigsten ist hier, wie gesagt, euer Callsign, SSID, Passwort, wenn ihr jetzt nicht gerade das PoE-Board habt. Und hier die Message, die könnt ihr dann dementsprechend natürlich noch verändern. Könnt ihr das ja mal machen hier. Einfach mal so, wie gesagt, dann hier die Position und alles weitere eingeben. Und dann sollte das funktionieren. Gut, dann machen wir das mal. Und dann werden wir mal das Board flashen. Ich werde aber hier trotzdem mal meine WLAN-Daten eingeben. Natürlich für euch nicht ersichtlich, aber nur, dass ihr das mal seht. So, jetzt habe ich mal meine Daten hier eingetragen. Ja, wer das jetzt hier sieht, der kann sich bestimmt denken, dass es auch nicht stimmt hier oben, ne? Was die SSID und das Passwort betrifft. Also da brauchen wir sich keine Hoffnung machen. Naja, Message habe ich jetzt einfach diese LoRa PoE-Geschichte drin gelassen, die Positionsdaten, den Passcode, den man, wie gesagt, im Internet generieren kann. Das ist hier auf dieser Seite zum Beispiel, da tippt man dann einfach nur sein Rufzeichen ein und dann kriegt man diesen Passcode. Und den kann man dann hier eintragen. Ist wichtig, weil sonst verbindet er sich nicht mit dem APRS-Server und dann erscheint eure Barke nicht bei APRS-FI oder bei APRS direkt und so weiter, ne? Den FTP-Server habe ich jetzt mal nicht eingerichtet, den brauche ich eigentlich nicht. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal mit beschäftigen. Ist wie gesagt eine ganz interessante Sache, wer es denn dann braucht.
Gut, somit haben wir diese Konfigurationsdatei soweit ja, konfiguriert. Hier steht noch, dass diese Punkte nicht gespeichert sind, diese Änderungen. Da gehe ich hier auf Unsave it und gehe hier auf Save All und dann ist das auch erledigt. Dasselbe, wie gesagt, ist ja beim Tracker auch, wenn ihr da was ändert. Jetzt ist so, beim Tracker haben wir ja hier ein Board ausgewählt. Das braucht ihr aber hier nicht, ne? Wenn ihr hier unten auf der blauen Leiste das seht, könnt ihr einfach auf Default LoRa APS iGate Master lassen. Hier in dem Fall bei der iGate Software braucht ihr kein Board mehr auswählen. Das geht für alle Boards, auch für das PoE Board, allemal gleich. Ja, spätestens jetzt solltet ihr auch das Board dann mit eurem PC verbinden. Das hört ihr dann auch, ja. Wie gesagt, ich tue euch auch alle Treiber, falls ihr die Treiber für diese Boards noch nicht auf dem PC habt, werde ich euch noch die Links in die Videobeschreibung geben, wo ihr die Treiber herbekommt. Einmal für diese Wi-Fi-Boards und auch für das PoE-Board, weil da brauchen wir ja, wie gesagt, auch so einen nochmal einen speziellen Treiber, damit Windows den erkennt. Ansonsten erscheint im Gerätemanager so ein gelbes Dreieck und dass das Gerät halt nicht erkannt worden ist, ne? Gut, dann werden wir das jetzt schon mal auf das Board laden, diese Konfigurationsdatei, indem wir hier unten auf den Pfeil nach rechts gehen. Wie gesagt, ihr braucht kein Board auswählen. Da klicken wir dann drauf und dann läuft das auch. So, dann lassen wir das mal durchlaufen. Und dann fängt er hier auch schon an, die Konfiguration auf das Board zu übertragen. Ja, wunderbar. Ihr seht, Success ist alles wunderbar, hat alles funktioniert. Wenn hier grün und ja, wenn da hier grün erscheint, ist immer alles gut. Rot wäre schlecht. Ja. Dann habt ihr schon mal die Konfigurationsdatei auf das Board geladen. Das ist soweit schon mal soweit so gut. Ihr seid dann auch schon im Grunde fast fertig. Als nächstes müsst ihr noch das Filesystem Image draufladen. Dazu geht ihr hier auf diesen Ameisenkopf, hier auf der linken Seite, geht dann auf LoRa Board. Es wird dann geladen. Bei Default ist da nichts. Ihr müsst hier auf dieses LoRa Board. So, jetzt ist es da. Ich verkleine das mal wieder. Das andere LoRa Board und dann erscheinen hier noch weitere Untermenüs. Dann geht ihr hier auf Plattform und geht dann hier auf Upload File System Image. Und da braucht ihr einfach nur draufklicken. Dann fängt das hier unten an wieder zu rattern und zu arbeiten. Lassen wir jetzt auch mal durchlaufen. Der erkennt auch den COM-Port ganz von alleine. Ja, und damit, ihr seht, auch hier wieder, grün ist immer gut. Und damit ist das Board, das iGate, fertig. Jetzt in meinem Fall das PoE-Board, aber auch alle anderen Boards sind somit durch. Also da könnt ihr eigentlich auch nicht viel falsch machen. So arg viel anders da wie in meinen alten Videos ist es eigentlich gar nicht. Im Grunde ist es nur so, bei der alten Software musste man noch die Boards auswählen, welches man hat. Hier brauchen wir das jetzt nicht mehr, ja. Gut, dann ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, war eigentlich jetzt auch recht einfach. Ihr müsst, wie gesagt, bedenken, tut einfach zuerst diese Config-Datei hier runter, also auf das Board draufladen mit Pfeil nach rechts, danach noch das Upload-File-System-Image anklicken und dann
war es das schon. Und wie gesagt, auch das werde ich in PDF-Form nochmal mit Screenshots und mit allem drum und dran für euch nochmal festhalten und werde es auch dem Peter Buchegger geben und ja, vielleicht lädt er das dann bei GitHub auch dann hoch, diese PDFs, und dann könnt ihr euch die gerade runterladen. Und dann, ja, könnt ihr das alles nochmal nachlesen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich werde jetzt aber nochmal rüberschalten auf den Basteltisch und werde euch mal das ja, geflashte PoE-Board vom Peter jetzt nochmal zeigen. Ja, so sieht dann ja das fertige PoE LoRaPS iGate aus mit Peter Buchegger seine Software. Wie ihr seht, läuft das ganz hervorragend. Die Beacon wird übertragen, OTA ist okay, der Zeitsynchronisationsserver läuft auch, LoRa okay, fertig. Mehr ist es nicht und es läuft. Versorgt wird das Board, wie gesagt, mit Strom und Datenaustausch über das LAN-Kabel. Ich habe selber eine Fritzbox. Die gibt natürlich keine 48, also kein PoE aus, kein 48 Volt. Ne? Und ich habe jetzt einfach nur einen Adapter dazwischen. Ich gucke mal, ob ich den hier kurz hochholen kann. Ja, ich stöpsel mal kurz aus. Dann kann ich euch den mal zeigen. Das ist ein ganz billiger PoE-Adapter. Das ist hier von TP-Link eine. Ja, da kommt dann das LAN-Kabel rein und dann kommt hier auf der anderen Seite kommt dann hier das Board rein. Und hier ist die Stromzufuhr. Ne? Also das ist dann so ein PoE-Adapter. Wenn ihr jetzt kein WLAN-Router habt, der das von vornherein kann. Natürlich geht es auch über ein PoE-Switch, wenn ihr den installiert habt. Könnt ihr dann das Board hier auch betreiben. Ja, in der Fritzbox, wenn das dann Verbindung hat, Kontakt zum Internet hat, dann wird das in der Fritzbox angezeigt und zwar mit eurem Rufzeichen, das was ihr eingegeben habt, erscheint dann unter den Netzwerkgeräten. Bei der Fritzbox geht das zu, also kann man das sehen unter Heimnetzwerk und dann unter Netzwerke und dann scrollt man ein bisschen runter und dann braucht ihr nur nach eurem Callsign zu schauen, weil das erscheint da. Und wenn ihr dann weiter rechts schaut, erscheint dann auch die IP-Adresse von dem Board. Und dann wisst ihr auch, dass alles gut funktioniert. Ja, wie gesagt, PDFs mit den ganzen Erklärungen schicke ich dem Peter zu. Ich verlinke euch aber auch die PDFs nochmal in meiner Videobeschreibung, wo ihr die dann herbekommt. Ja. Und also ich stelle die auch nochmal online zusätzlich. Die könnt ihr euch dann gerne runterladen. Da ist dann alles, was Tracker betrifft und iGate betrifft, nochmal genau schriftlich festgehalten. Auch mit der Installation von Plattform.io ist alles nochmal drin. Ne? Alles nochmal zum Nachlesen, dass da nichts mehr schief gehen kann. Gut, das war's dann mit dem Update-Video über Peter Buchegger seine APRS, LoRa APRS Software, sowohl iGate als auch Tracker. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht und ja, ich nehme an, so wie ich den Peter kenne, wird das nicht das letzte Update bleiben. Er ist ja da immer ja, dran am Arbeiten. Momentan wahrscheinlich aber nicht ganz so viel, weil er hat Nachwuchs gekriegt und da bleibt etwas weniger Zeit, was ja auch verständlich ist fürs Hobby. Ja, Familie geht vor, das ist ganz klar. Und ich wünsche Ihnen auch auf diesem Wege hier alles Gute und viel Gesundheit weiterhin. Und viel Glück mit deinem neuen kleinen ja, Neuankömmling. Und ja, wie gesagt, habt viel Spaß weiterhin an dieser ganzen Sache. Mir macht es immer noch Spaß. Mir gefällt es jedes Mal. Immer wieder so eine kleine Herausforderung. Immer mal wieder was Neues. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über ein Abonnement sowieso. Macht's mal gut. Tschüss.